In diesem Video zeige ich, wie man eine Mittelsenkrechte zeichnen kann. Es geht darum, eine Linie zu finden, die auf einer Strecke senkrecht steht und genau durch die Mitte geht. Wir fangen mal an mit einer Strecke. Ich nehme mal zwei Punkte. Und wir verbinden diese beiden Punkte, sodass wir eine Strecke haben. Wir sind jetzt auf der Suche nach der Mitte dieser Strecke und nach einer Linie, die genau senkrecht auf dem Mittelpunkt steht. Wir benutzen dabei jetzt nicht das Geodreieck, um die Mitte hier irgendwie durch Messen rauszufinden, sondern wir benutzen den Zirkel. Das geht so. Ich nehme eine Entfernung in den Zirkel, die nach Augenmaß etwas größer ist als die Hälfte. Papier verrutscht. So, das ist etwas mehr als die Hälfte. Und ich steche also in den einen Endpunkt der Strecke ein und zeichne einen Kreisbogen. Jetzt lasse ich den Zirkel in der gleichen Einstellung, verändere also nicht seine Größe und steche in den zweiten Endpunkt ein. Ich mache also jetzt einen Kreisbogen mit dem gleichen Radius. Ich muss den gar nicht ganz durchzeichnen, weil es geht jetzt um diese beiden Endpunkte bzw. Schnittpunkte. Diese Schnittpunkte, die ich die beiden miteinander verbinde, die liefern mir die gewünschte Linie, die mittelsenkrechte. So. Ich kann das jetzt überprüfen. Tatsächlich liegt diese genau in der Mitte, wie man sehen kann. Und sie steht senkrecht auf der ursprünglichen Linie. Es ist also eine Senkrechte, die in der Mitte durch eine Strecke geht und damit die Mittelsenkrechte. Ich gebe also hier jetzt noch eine Bezeichnung dazu. Wenn ich diesen Punkt A nenne und diesen Punkt B, dann ist das hier die Strecke AB und die rote Linie ist die mittelsenkrechte. Zu der Strecke AB.